Hallo und herzlich willkommen bei Renas Live zu meinem 29. Let's Play zu The Sims 4. Beim letzten Mal habt ihr gesehen, wie Larissa sich noch einmal mit Jay getroffen hat. Ja, ein Plausch vor der Haustür war das mehr. Und wie sie ihren ersten Tag als Babysitterin bzw. der erste Abend bzw. Nacht. Ja, im Moment haben noch alle geschlafen. Gerade ist Anna aufgewacht. Ja, wir verfolgen einfach mal, ja, wie es ihr so geht, was sie so tun. Und wünsche euch viel Spaß. Ein Gericht nehmen. Anna ist auch mittlerweile in der vorletzten Folge zum Teenager geworden. Ich finde sie auch sehr hübsch. Alle haben jetzt von den Damen die rötlichen Haare, wie die Mama. Larissa kam vor um 0 Uhr erst heim vom Babysitten. Mark ist mittlerweile auch schon die Energie ziemlich voll. Wir haben aus dem Kinderzimmer von Anna auch ein mehr oder weniger Jugendzimmer gebaut. Aber ich fand diese Einhornartikel wahnsinnig toll, deswegen sind die immer noch im Zimmer integriert. Und irgendwie in der letzten Folge lag ganz plötzlich ein Grundschulhausaufgabenheft auf dem Boden. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, warum man es nicht aufheben kann, aber es geht einfach nicht. Naja, jetzt liegt es vor der Haustür. Wir haben jetzt Sonntag, auch Anna hat in der letzten Folge einen Job angenommen als Babysitter. Es ist einfach die günstigste Variante, Geld zu verdienen, wenn man noch in die Schule geht. Und ja, sie hat heute Abend den ersten Abend Babysitter. Na, steht auf, ihr zwei. Techtelmechtel mit Natalie. Ihr hattet schon so lange nicht mehr und ich gönn's euch ja auch. Und warum läuft sie jetzt durch ihn durch? Okay, da freut sich aber jemand. Hygiene, würde ich mal sagen. So. Wir wollen den beiden ja nicht zu sehr auf die Pelle rücken und zuschauen. So. Kanal schauen. Comedy-Kanal. Okay, es fliegen schon die Federn. Außer Hygiene hier ist sonst alles gut. Okay, von Herzen kommendes Kompliment. Und... Na, warum läufst du denn jetzt weg? Flirten. So, duschen. Dafür gehst du jetzt Kanal schauen. Freudig überrascht wegen gutem Techtelmechtel. Naja, gut dann. Verwenden. New play.
Oh, yes. Er geht was essen. Sie geht dann nach den Kindern gleich mal duschen. Ach, ist er bei den Hausaufgaben helfen, rumalbern, jemanden umarmen, okay. Familienzeit, okay. Angenehmes Gespräch. Okay, sie sitzt hier auf dem Klo mit Handy in der Hand. Alles klar, Leute. Duschen. Verwenden. Der Geburtstag von Natalie naht. Seniorin in 2 Tagen. So, und danach geht sie dann hier was essen, aber der Teller ist leer, also kochen wir was. Na, wir kochen. Was gibt's denn Gutes? Arme Ritter, okay. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber naja, gut. Verwenden. Das klingt immer so wie. Ah, ich wollte gerade sagen, wie als wäre was kaputt. Ja, ist es auch. So. Wie kann ich das denn eigentlich? Oh! Zweier-Oberschülerin, Einser-Oberschülerin, verheiratet, Kurzgeschichtenautorin, Entwicklungschef. Okay, cool. Es ist schon irgendwie cool, dass du das alles so anschauen kannst. Diesen Stammbaum. Zurück nach Hause. Wo ist sie denn? Ah. Wo geht sie denn hin? Lovo, Getoy. Erwachsene. Okay. Quas. Pushar Prabara Wir tun jetzt einfach mal was. Spitzbübisch bedrängen. Ich habe gar keine Ahnung, was es ist, wie es geht und. Okay, warum kommen die denn alle angerannt? Unwohl. Er mochte es nicht. Er geht hier aufräumen. So. Renn mal wieder heim. Zurück nach Hause. Der Typ angelt nur. Der ist zu alt für dich, Anna. So. Die Mutter kocht. Und genau, Mädels. Tag verschönern. Verrückt anfunkeln, nee. Mehr Auswahl. Freundlich. Freunde fürs Leben werden. Genauso soll das zwischen Schwestern sein. Wie süß. Larissa und Jay haben sich aus den Augen verloren und sind keine besten Freunde mehr.
Na, so geht es aber nicht. Anna und Mark haben sich aus den Augen verloren und sind keine besten Freunde mehr. Was ist denn los? Oh je, die Knochen knacksen. Schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier als stünde der Sensemann nicht gleich um die Ecke. Okay. Freundlich? Kann man ihn irgendwie gratulieren? Er hat doch Geburtstag? Ich glaube, er ist etwas niedergeschlagen. Entweder, dass er jetzt alt ist. Oh je. Er sieht aber auch echt witzig aus, finde ich. Zuneigung ausdrücken. So, das Essen stellen wir wieder mal kalt. Na, warum geht das denn nicht? So. Und dann öffnen. Ein Gericht nehmen. Zanahoy. Oh, it's Chefflet. Cordus sebi quoba. Flizza. Sister. Ah, Bouchard. Oitza. Uba do brig. Noofta. Yekka boo. Neppy yekka chips. Ogariz. Then Kira. Neeb. Baby machen geht nicht mehr von seiner. Ah, Mark ist zu traurig, um dies zu tun. Okay. Ich dachte schon, es geht jetzt nicht mehr, weil er Senior ist. Hätte ja auch sein können. Benarla Musti? Ah, Bumkarl. Chilladu. Fribs. Fusunior Narb. Also, unser Mark ist nun Senior geworden. Rinka, Yorid, Jasapa, Beniru. Brainim, Blisk, John. Ah, Natalies Bücher haben das Geld gerade eingebracht, ich dachte schon. Ruhana, Deloba. Rebna, Kalibna, Rebna. Kubo? Dimpa Yadish. Massieren. Wir verwöhnen mal unseren Mark Senior ein bisschen. Führerisch sein, okay. Floni. Nebahana. Wanna fash. Liebesgedicht rezitieren. Gnadenlos kitzeln. Anmachen. Hallo, aber eure Tochter sitzt da dabei. Okay. So, aber dennoch muss mal Natalie langsam schlafen gehen. Scheint ganz schön müde. Wie ein Champion pieseln, okay. Das dann aufräumen hier. Und schnelle Mahlzeit, ein Joghurt. Er ist mittlerweile kokett, okay.
Sie geht dann auch mal langsam schlafen, obwohl wir erst 23:30 haben. Bei denen ist irgendwie ein bisschen verkehrte Welt von den Uhrzeiten her, finde ich. Bean, lunch at school. Oh. Yarba. Yip, yip, yip. Zagu, zagu. Hogan. Partner mit Lob überhäufen. Das Techtelmechtel-Gespräch führen. Aha. Wahrscheinlich ist da die, Autsch, die Aufklärung gemeint. Okay, Natalie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Beste Freunde werden. Yibs. Bewunderung ausdrücken. Mark und Anna werden beste Freunde. Dar. Yap, lob, abor. The noob! Kise. Harnog. Skreze. What? Kanoi. Huh? Huh? What? Oh, stone. Aha. Great. So, das repariert er. Und Natalie ist bei der Arbeit. Sie arbeitet fleißig. Lesen. Angel sie dir das erste Einhorn. Skainsy Benorb. Aufwischen. Wegwerfen. Müll leeren. Dann schläft Anna halt im anderen Zimmer, ist ja auch nicht schlimm, aber da sie ja in 3 Stunden okay. Ah, das ist dieser Travis Scott. Okay. Das sieht witzig aus als Senior. Nase verwenden. Duschen. Sollte dies dann mal hier weglegen. Und öffnen, ein Gericht nehmen. So, wir machen das mal wieder ein bisschen schneller hier. Kann man jetzt eigentlich, wenn ich ihn bin, aufhören? Aufhören zu arbeiten? Job kündigen, Job suchen? Was heißt denn aufhören? Sind wir schon so alt, dass wir aufhören können zu arbeiten? Ich meine, wir haben zwar Geld, aber
Unsere Kinder sind ja gerade mal noch Teenager. Noch nicht mal junge Erwachsene. In 3 Tagen erst. Die beiden Mädchen schlafen. Und er geht nach dem Essen auch schlafen. Larissa muss in einer Stunde zur Arbeit. Und Anna auch. Okay. Das heißt, ich wecke sie mal so langsam. So. Beiden gehen nun arbeiten. Marc schläft noch. Fleißig arbeiten. Fleißig arbeiten. Maler arbeiten. Larissa will die kleine Ellie bettfertig machen. Sie ruft. Keine Antwort. Die Tür des Kinderzimmers ist offen. Oh nein, rote, blaue und seltsame bunt braune Farbe an allen Wänden. Auf ihrem Gesicht, in ihren Haaren, an ihren Händen. Larissa bettelt sie an, aufzuhören, aber sie schreit bloß nein. Larissa darf keine Auszeiten anordnen, aber sie muss irgendetwas tun. Sanft überzeugen. Ah, bei Anna dasselbe. Wir machen bei beiden mal sanft überzeugen. Larissa atmet tief durch und versucht vernünftig mit dem kleinen wild gewordenen Kind zu reden. Ellie lässt die Farbe fallen, starrt Larissa boshaft an und beginnt mit Spielsachen, Stofftieren, Büchern zu werfen. Larissa kann jetzt bloß noch froh sein, wenn sie es schafft, sie zu beruhigen, säubern und Schlafanzug zu stecken, bevor ihre Eltern nach Hause kommen. Das Chaos sollen die Eltern mal schön selbst beseitigen, okay? Natalie ist zu Hause. Oh, ja. Genau, geh schlafen. Anna hat 240 Simoleonen mit nach Hause gebracht. Larissa wurde befördert und jetzt als Tagesassistentin. Ja. Nächste Schicht beginnt am Samstag 18 Uhr. Okay. Verdient 8 Simoleonen mehr. So, Larissa ist hungrig. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Warum stehen die denn jetzt beide da und lesen? Du solltest eher mal verwenden gehen, als jetzt im Flur zu stehen und zu lesen. Und duschen und öffnen. Und sie liest auf dem Klo weiter. Ich glaub's nicht. Und geht dann schlafen, denn schließlich haben die beiden auch noch um 8 Uhr wieder Schule. Schlafen. So. Ich glaube, das ist echt sehr schlecht gerade. Der Vater ist wach. Und er muss hier verwenden gehen. Und er muss dann was essen gehen. Und ja, ein Gericht nehmen.
meat place, your bones. Lustige Geschichte erzählen. Da weglegen, weglegen. Natalie wird sogar auch in einem Tag zum Senior. Ubadubrig, Nufta, Berbachalif, Isbenibowelm, Pator, Cave Wes, Chavez Turka, Stun Weebus, Ziffelfuba. Bibbitin Hansa. Ah, er macht schon weg. Okay. Schupaza! Boys! Aktuellen Kanal schauen, damit du mal ein bisschen Spaß kriegst. Dann gucken wir mal. Bücher schreiben. Schreiben. Entschuldigung, liebes Mail. Nee, Genrebuch. Drehbuch. Und bei ihm? Irgendeine Tagesaufgabe nicht begonnen? Programmieren ist abgeschlossen. Dann geht er duschen. So, ihr habt auch in dieser Folge wieder natürlich Förster Alltag gesehen und ihr habt den lieben Mark auch älter werden gesehen. Er trägt jetzt graue Haare und Falten im Gesicht. Ja, er ist zum Senior geworden. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie ihr jetzt gesehen habt, Natalie, bei diesem vielen Namen im Moment, Natalie wird das auch demnächst bevorstehen. Und wie sie als Senior aussieht, seht ihr vielleicht in der nächsten Folge. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.